Wir wollen über den 12. Imam und seine Rückkehr nachdenken, was wir tun sollten und wie wir das, was wir momentan tun, auch anwenden können. Was müssen wir tun, um die Rückkehr des Imams zu beschleunigen, unter Berücksichtigung unserer globalen Pflichten? Warum benenne ich globale Pflichten nun? Dies ist eine unserer Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, bevor der Imam erscheint. Da sind gewisse Dinge, die du und ich tun müssen, und eines der Dinge ist es, den Islam zu verstehen. Imam Rida alayhi salam sagte, Rahimallahu abdan ahya amrana. Möge Allah sich der Person erbarmen, die unsere Angelegenheit belebt. Und wenn sie sagen, unsere Angelegenheit belebt, sprechen sie über die Vorbereitung für die Erscheinung des Imams. Der Überlieferer des Hadith fragt, wie machen wir das? Hört zu, was der Imam sagt. Er sagt, يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا. Er lernt unser Wissen. Doch das ist nicht genug. Was noch? وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ. Und er lehrt es den Menschen. Darüber hinaus müssen sie noch lehren. Es ist nicht so einfach wie, Alhamdulillah, ich bin Schia, meine Arbeit ist getan. Nein, wir tragen eine Verantwortung und sind somit verpflichtet, das weiterzugeben, was wir vom Islam gelernt haben. Aber warum müssen wir andere lehren? فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا. Wenn die Menschen die Schönheit unserer Worte kennen würden, so würden sie uns befolgen. Wir glauben daran, dass die göttliche Regierung Gottes schönstes Geschenk an die Menschheit ist. Jedoch glauben wir auch daran, dass der Mensch das Recht darauf hat, sein Schicksal selber zu bestimmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe es sich nicht selbst ändert. Um die Welt auf die Rückkehr des Imams vorzubereiten, müssen wir die Welt darüber in Kenntnis setzen, worauf sie sich einlässt. Ich werde euch ein Beispiel geben, was in Amerika zutrifft. In Amerika ist man daran gewöhnt, dass wenn jemand für eine Wahl kandidiert, diese Person gezielt Lügen benutzt, um seine Kampagne voranzutreiben. The inner cities are unbelievably dangerous. The education is no good. The safety is horrible and there are no jobs. And I tell everybody, what the hell do you have to lose? I'm going to fix it. We will fix it. Sie geben uns Versprechen und viele leere Worte. Sie sagen zu uns, wir werden dies und wir werden das tun, aber wir wissen ganz genau, es sind strategische Lügen der Kampagne, welche sie uns auftischen. Ich will, dass ihr die Ahlul Bayt vergleicht mit dem, was ihr gerade gesehen habt. Islamische Führung, göttliche Führung ist transparent mit den Menschen. Wir versuchen nicht, sie zu betrügen. Ich gebe euch das Beispiel vom Fürsten der Gläubigen. Wie ihr wisst, kamen die Leute zu seinem Haus und umzingelten es. Sie beharrten darauf, nur du und kein anderer. Wir wollen nur dich, O Ali. Als der Fürst der Gläubigen sah, wie die Menschen nach ihm verlangten und darauf beharrten, sagte er, lasst uns zur Moschee gehen. Ich werde diese Aussage öffentlich machen. Der Fürst der Gläubigen will, dass sie wissen, was sie bekommen. O ihr Leute, wisset, dass wenn ihr mich als euren Führer wählt, es bedeutet, dass ich euch den Weg so lehren werde und so führen werde, wie ich es kenne. Ich werde nichts verheimlichen. Den Islam, den ich kenne, werde ich einführen. Er hat sie auch wissen lassen, manche der Angelegenheiten werden große Veränderungen mit sich bringen. Er hat gesagt, auch wenn ihr euch von der Staatskasse bedient habt, so werde ich es zurücknehmen. Bevor ihr mich wählt und unterstützt, sollt ihr euch fragen, ob ihr das wirklich wollt. Der Fürst der Gläubigen ist transparent mit den Menschen. Aber wie steht das im Verhältnis zu dir und mir? Unser Imam wartet auf uns. Dementsprechend ist es unsere Aufgabe als Schiiten, den Menschen zu zeigen, was sie bekommen, was auf sie zukommt. Was ist der Islam? Was ist der wahre Islam? Was entspricht nicht dem Islam? Als Islam in Nabon Hamid Harasan. Wenn am Islam in Sanharo Zende Zende, der Mugabele Durbin, der Mugabele Chan Milliard in San Misusanand, in Hauwak. مورد حمایت و پشتیبانی قدرت‌های مرموز غربی قرار می‌گیرند. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Co-founder, crooked Hillary Clinton. وقتی میخوان در تبلیغات علیه این گروه‌های مفسد و فاسد حرف بزنن از اونها تعبیر میکنن به دولت اسلامی. We've always known that if Islamic State fighters of the so-called Islamic State, the so-called Islamic State committed by the so-called Islamic State
یعنی اون کسانی که با مردم اونجور رفتار میکنن بچه ها رو اونجور نابود میکنن اینها دولت اسلامی هن. اسلام ستیزی یعنی این. امروز وظیفه ما مسلمان ها آگاه شدن و آگاه کردن دنیا از حقیقت بعثت است. بعثت یعنی برانگیختگی برای نجات انسان، برای نجات بشر. Wenn die Menschen und die Massen die Schönheit unserer Worte kennen würden, so würden sie uns folgen. Heißt das dann, dass die Tyrannen, die Zalimin, fröhlich sind, wenn du sagst Geburtstag? Nein, das sind falsche Erwartungen. Iran's Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, he tweets in English that Israel must be destroyed. Listen to Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah. He said, if all the Jews gather in Israel, it will save us the trouble of chasing them down around the world. Wenn sie hören, dass unser Prophet sagte, die beste Art des Dschihad ist, die Wahrheit dem Tyrannen direkt ins Gesicht zu sagen und keine Angst davor zu haben, den Islam zu erklären. گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. Mein Standpunkt gegenüber Unterdrückung ist wie folgt. Sei es Unterdrückung auf Übersee, in Palästina, hier in Deutschland oder dort drüben in Amerika, wir sagen, wir müssen dem Unterdrücker Feind sein. Erwarte ich, dass der Zalim mit applaudiert? Nein. Ich weiß, der Zalim wird mir nicht applaudieren. Ich versuche den Menschen zu erklären, auf was sie sich einlassen. Ja, der Islam ist gegen Unterdrückung. Wir sind verpflichtet dazu, eine Nachricht zu verbreiten, um die Menschen wissen zu lassen, wie ich bereits erwähnte, der Hadith über das Ende der Zeit, der Islam wird von Rum bis zu den Ecken der Welt verbreitet werden, bis es niemanden mehr gibt, der unwissend über den Islam ist. Vor uns liegt also eine Menge Arbeit.